Herzlich willkommen zu unserem Judo-Bundesliga-Magazin. In der vierten Runde der heurigen Meisterschaft gibt's im Sportzentrum Strebersdorf vor den Toren Wien seine Doppelveranstaltung. Die Damen und die Herren von Café & Co. Samurais Wien sind auf der Matte. Die Damen bekommen es mit dem Judo-Club Shiaido aus Wiener Neudorf zu tun und die Herren mit den starken Kämpfern von UJZ Mühlviertel. Im ersten Durchgang liegt die Heimmannschaft 2:5 zurück. Trotzdem gibt es aber viel Zuversicht für die Retourrunde. Bei den Mühlviertlern sehen wir hier Daniel Allersdorfer auch wieder nicht dabei. Er ist noch immer nicht 100% topfit. Wir haben uns vor der Runde nicht so viel erhofft. Jetzt, wie wir die Aufstellung gesehen haben, haben wir uns doch ein bisschen mehr erwartet. Es ist unser erster Durchgang in die unteren Gewichtsklassen nicht aufgegangen. Unser Legionär hat leider auch einen Punkt abgegeben. Eine 5:2 Rückstand jetzt nach dem ersten Durchgang wird eine Herausforderung werden. Aber wir werden schauen, dass wir jetzt ein bisschen umgestellt. Wenn dann können wir jetzt überraschen mit einer Umstellung, aber es wird sehr schwer werden. Erster Kampf in der Retourrunde, Jorge Verstraten, der niederländische Legionär gegen Nicolas Rechberger. Beide sehr junge Kämpfer, sehr kraftvolle Kämpfer. Verstraten versucht da in den Festhalter zu kommen. Das sieht auch gut aus. Nicolas Rechberger kann sich da nicht befreien. Beide haben auch keine Wertung in diesem Kampf, der noch nicht einmal eine Minute alt ist. Hat sich aber doch wieder lösen können. Jetzt Rechberger. Aber Verstraten bleibt noch am Boden. Und das ist der Sieg für Jorge Verstraten. Und damit nur noch 3:5. Sieg mit Ippon. Wir sind damit schon in der Klasse bis 66 Kilo. Peter Annetzhofer gegen Mario Wiesinger. Ja, und da ist schon die erste Vasari-Wertung für Annetzhofer. Vielleicht gelingt es da der Heimmannschaft noch einen weiteren Punkt aufzuholen. Annetzhofer sehr stark. Rollt den Gegner richtig schön drüber und darf stolz jubeln. Sieg durch die zweite Vasari-Wertung. Das heißt dann Ippon und es steht nur noch 5:4 für UZ Mühlviertel. Wir sehen noch einmal stark aus dem Oberkörper. Kraftvoll hat er da diesen Sieg geholt. In der Klasse bis 73 Kilo Strahinja Buncic, der serbische Legionär von den Samurais gegen Triton Schala. Und auch da geht es in dieser Tonart weiter, denn auch Buncic kann diesen Kampf mit Ippon gewinnen. Und auch wenn das Kampfgericht da noch einmal ganz genau hinsieht, aber die hohen Herren haben sich das dann überlegt, entscheiden dann doch keine Wertung in dieser Aktion. Und damit geht der Kampf weiter. Entscheidung hier bekannt gegeben. Also, er kann es nicht glauben. Aber es bleibt beim 0:0. Der Kampf muss fortgesetzt werden. Diskussionen jetzt auch noch mit dem Kampfgericht. Er meint, das war doch ganz klar. Aber es geht weiter. Und Buncic jetzt natürlich durch diese Entscheidung richtig aufgeladen. Schon außerhalb der Matte, aber da ist die Wertung. Und das ist der Ippon-Sieg. Und es steht 5:5. Also alles offen in dieser hochklassigen Begegnung. Wir sehen es hier noch einmal. Hebt den Gegner richtig schön aus und der hat keine Möglichkeit, die Wertung da noch zu verhindern.
Vorentscheidender Kampf jetzt in der Klasse bis 81 Kilo. Patrick Ganselmeier gegen Simon Hofer. Geht in den Golden Score, noch ohne Wertung, also in die Verlängerung. Hier entscheidet jetzt jede Wertung. Und da ist Hofer kraftvoll schon ganz weit draußen da. Aber der Festhalter, der zählt. Sekunden. Blick auf die Uhr. Und die 20 erreicht. Damit also die Führung wieder für UJZ Mühlviertel. Simon Hofer stellt auf 6:5. Nur Zuseher Daniel Allersdorfer jetzt auch im nächsten Kampf in der Klasse bis 90 Kilo. Gabriel Lukanovic gegen Georg Reiter. Der ist frisch, schnellig Reiter, hat in der Hinrunde pausiert. Vielleicht ein Vorteil jetzt auch in diesem Kampf. Schöne Drehung. Reiter hat er direkt übernommen und feiert auch einen ganz klaren Ippon-Erfolg. Hier sehen Sie es noch einmal. Schön mit der Körperdrehung und es steht 7:5 für die Mühlviertler. Der Klasse bis 100 Kilo jetzt Markus Leonhardsberger gegen Markus Nyman aus Schweden. Und Leonhardsberger kassiert da die dritte Strafe, das dritte Shido, damit ohne Wertung. Also dieser Kampf wieder an UJZ Mühlviertel. Und damit wird es dann doch eine ganz klare Angelegenheit. Der letzte Kampf in der Klasse über 100 Kilo. Jan-Evert Dwerby, der Schwede, gegen Alexander Bakonyi, der junge Österreicher. Und auch hier der ganz klare Erfolg für die Favoriten, die Gäste. Das ist übrigens der einzige Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Runde. UJZ Mühlviertel gewinnt 9:5 bei den Vienna Samurais. Ja, war heute ein langer Kampftag. Unsere Burschen haben im zweiten Durchgang doch noch mal die eine oder andere Überraschung vielleicht liefern können. Der Peter Anneshofer hat nach einer längeren Wettkampfpause einen Punkt gemacht, hat uns besonders gefreut. Auch im ersten Durchgang der Gabriel Lukanovic seinen ersten Bundesliga-Punkt. Das sind natürlich kleine Lichtblicke gewesen. Unterm Strich hat es einfach heute nicht gereicht für einen Sieg. Wir waren noch nicht ganz vollständig und da ist es gegen eine Mannschaft wie UJZ Mühlviertel, die so stark sind. Obwohl sie halt auch nicht ganz vollständig waren, aber ist dann nicht mehr drin gewesen heute. Der erste Durchgang ist sehr glücklich für uns ausgegangen, können wir wirklich zufrieden sein. Zweiter Durchgang, da wäre es dann fast einmal eng geworden, aber dann zum Schluss bis 81, dann hat es wieder angefangen, dass es passiert wird. Damit zu den gesammelten Ergebnissen dieser Runde. Die Galaxy Judo Tigers gewinnen gegen Reich Ramming 12:2, bleiben damit auch führend in der Tabelle. Wimpersing gegen Dynamic 11:3 und Multikraft Wels gegen Pinzgau 10:4. Kampffrei Raiffeisen Flachgau und in der Tabelle unverändert sehr eng an der Spitze. Die Galaxy Judo Tigers punktegleich mit Wimpassing und dahinter Flachgau und auch UJZ Mühlviertel bleibt durch diesen Erfolg jetzt mit 6 Punkten einigermaßen dran. Am Tabellenende Askö Reich Ramming noch ohne Punkt. Auch wie die Herrenmannschaft der Samurais aus Wien. Aber beim Wiener Club setzt man ja mehr auf die Damen. Dort hat man ja mit Hilde Drechsler auch eine prominente Trainerin der Mannschaft. Die Damen sind auch sehr erfolgreich, machen sich hier bereit für die Retourrunde gegen das Team aus Wiener Neudorf. Und sie führen auch nach der Hinrunde mit 5:2. Es läuft gerade sehr gut. Also im ersten Durchgang mit 2:5 in Führung gegangen. Unsere Damen, also Katharina Zanze, ist nach langer Verletzungspause, hatte zwei Kreuzbandrisse, endlich wieder eingestiegen, hat jetzt ihren fünften Kampf absolviert, Ligakampf absolviert, hat gegen die sehr starke Mara Kraft gewonnen, also sehr gut. Bei uns auch im Team Nages Museni, die einige B-Turnier-Medaillen schon hat auch ihre Gegnerin sehr klar, sehr deutlich besiegt. An sich haben wir eine junge Mannschaft, die Älteren, Valentina Schauer oder ich, wir haben uns schon sozusagen zur Ruhe begeben, lassen die Jungen jetzt kämpfen. Und unser Ziel ist jetzt, das Final Four zu erreichen, ohne eben die alte Garde noch mitkämpfen muss. Und das ist unser Hauptaugenmerk, liegt darauf eigentlich. Also nicht viele Erwartungen, einfach viel kämpfen, frei kämpfen, die Herausforderungen annehmen. Für uns ist das jetzt die letzte Partie vor dem Finale.
Und natürlich wollen wir uns fürs Finale qualifizieren. Aber bei uns ist heute verletzungsbedingt leider ein bisschen die Mannschaft minimiert. Deswegen sind wir halt dahergekommen mit den Erwartungen, dass wir einfach unser Bestes geben und schauen, was wir rausholen können. Gewinnen wollen wir natürlich, aber ob das aufgeht, ist eine andere Frage. Erster Kampf in der Retourrunde. Jacqueline Springer in der Klasse bis 48 Kilo im weißen Tsuchogi gegen Mara Kraft. Hat ihr gewechselt, hat jetzt Springer eben den Eröffnungskampf. Und das ist die entscheidende Vasari-Wertung und damit 6:2. Frühe Vorentscheidung damit für die Heimmannschaft gefallen. Katharina Tanzer in der Klasse bis 52 Kilo gegen Lisa Marie Winter. Winter hat den ersten Kampf gegen Springer gewinnen können. Tut sich aber jetzt hier sehr schwer. Kann sich da am Boden nicht befreien. Tanzer, wie gesagt, beim Comeback heuer wirklich stark nach den schweren Knieverletzungen und gewinnt auch diesen Kampf und stellt damit auf 7:2. Katharina Fabian in der Klasse bis 57 Kilo in Blau gegen Anna Deng. Auch für Deng schon der zweite Kampf an diesem Abend. Merkt man ein bisschen. Kann aber zu Beginn des Kampfes in Führung gehen mit einer Vasari-Wertung. Nämlich Katharina Fabian, die in Führung liegt. Jetzt der Ausgleich durch Anna Deng. Schöner Hebel hier. Und das ist die zweite Vasari-Wertung für Anna Deng. Und damit steht es nur noch 7:3, also wieder ein Punkt für die Gastkämpferinnen. Wir sehen den Wurf hier noch einmal schön direkt aus der Bewegung übernommen. Der Klasse bis 63 Kilo Evelyn Martinek in Weiß gegen Susanne Lechner. Ja, durchwegs clever hier diese Umsetzung für die Retourrunde von Hilde Drexler. Aber Lechner, wie schon beim Sieg gegen Daniela Gangl im ersten Kampf, stark. Versucht hier die Gegnerin am Boden zu fixieren. Und gewinnt er auch mit Ippon und stellt auf 4:7. Also nur noch 3 Punkte Vorsprung für die Heimmannschaft. In der Klasse bis 70 Kilo Eleftheria Theodorakis gegen Katharina Raas. Klare Sache, kurzer Kampf mit Ippon, klar der Sieg für Theodorakis und damit die 8:4 Führung. Und das ist auch schon der letzte Kampf des Abends, denn sowohl in der Klasse bis 78 Kilo als auch über 78 Kilo können die Shaido-Damen nicht antreten. Damit 10:4 für die Wiener Samurais. Ja, da muss man sagen, da haben wir ein paar Punkte einfach am Weg liegen lassen, die wir auch unnötig abgegeben haben. Müssen wir uns einfach im Training noch verbessern und schauen, dass wir es beim nächsten Mal besser machen. Ja, ist sehr gut gelaufen, zumal wir ja im Finale letztes Jahr gegen sie verloren haben. Da sind wir nur Zweite geworden, gegen Chiedo jetzt gewonnen. Natürlich waren sie nicht mit voller Mannschaft da, das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Aber ich freue mich für unsere jungen Kämpferinnen, die schon ihr Potenzial zeigen konnten. Also ich bin sehr zufrieden. So steht es in der Damen-Bundesliga. Wimpassing führt nach 6 Runden 2 Punkte vor Sanjin Do und die Wienerinnen dahinter mit 4 Punkten vor Shaido und UJZ Mühlviertel noch ohne Zähler. Das war die Doppelveranstaltung der Judo-Bundesliga aus Strebersdorf. Bis zum nächsten Mal beim Judo.